Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und zwar heute mit einer kleinen Analyse. Und das Ganze soll insgesamt lehrreicher Natur sein, dass wir was auch mitnehmen können. Ja? Denn das hier ist ein Solo-Queue-Game. Und wir haben mal spectated hier diesen Telenize, aka ich, mit dem guten Vladimir, Bloodlord Vladimir Skin. Ich frage mich, warum ich mich gerade nicht mehr bewegen kann. Jetzt geht's. Gegen Zoe. Hier an dieser Stelle kleine Anmerkung. Zoe ist aktuell wieder wirklich, wirklich stark. Viele Leute wissen immer noch nicht, wie sie gegen Zoe spielen sollen, weil sie in letzter Zeit sehr wenig gespielt wurde, weil sie genervt wurde. Im Moment gibt es wieder sehr viele OTPs, vor allem auch in Challenger gibt es viele Zoe-OTPs und bisher wurde ich so oft von Zoe umgeballert. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Zoe zu spielen, wenn ihr es machen wollt, auch wenn ich Zoe hasse. Aber ich bin da sehr neutral, das empfehle ich euch trotzdem. Ja, worum wird es sich in diesem Game handeln? Und zwar um diesen Schwachkopf. Wir nennen ihn einfach nicht Chup Chup, sondern, oder Chupa Chups, Chup Chup, sondern Schwachkopf, ja. Dieser Schwachkopf geht nämlich hier so ein bisschen jungeln, das ist absolut okay, Level 3 Jungle Route und geht jetzt auf die Top Lane Gank. Na, ist absolut legitim, kann man machen, man sammelt hier direkt rote, beziehungsweise für diesen Skin auch grüne Essenz. Kann hier guten Schaden auf Maokai anbringen, ist ein schöner Gank gewesen. So, meine Freunde, was passiert nun? Es geht ums Counter Jungle, ja. Und wenn ihr, kommen wir zu Punkt Nummer 1, Informationen. Ihr wollt dem gegnerischen Team so wenig Informationen wie möglich geben, ja. Das sind ja auch, dafür sind Wards da. Sie sind dafür da, Informationen einzuholen. Aber wenn ihr dem Gegner Informationen schenkt, ist das komplett GG. Das heißt, welche Information wird denn hier verschenkt? Ja, wir gucken uns einfach mal das rote Team an. Das rote Team, hier haben wir übrigens Amumu, der wurde noch nicht gespottet. Der sieht Kayn. Ja, er sieht hier den Kayn in den Jungle laufen. Das heißt, beziehungsweise, er läuft so. So ist die Route. Das heißt, möglicherweise dreht er gleich nach unten, aber die Chance, dass er nach oben hier reinläuft, ist unglaublich, vor allem wenn wir es mal so sehen, ist unglaublich hoch. Das heißt, er hat schon eine gewisse Lust. Ja? Selbst wenn er jetzt nach unten laufen würde, würde Amumu denken, dass er nach rechts läuft. Aber er schenkt diese Information weg. Deswegen dürft ihr auch niemals als Jungler über eine Lane laufen. Es gibt so viele Jungler, die laufen einfach nach hier rüber und dann hier drüber. Oder hier rüber und hier rüber, während die Minions hier in der Mitte sind und ihn sehen. Wenn ihr als Jungler hier über die Lane lauft, klaut ihr nicht nur dem Midlaner XP, wichtige XP, wertvolle XP. Das ist, was mich am meisten aufregt meistens. Ihr gebt der gegnerischen Botlane die Information, okay, der Jungler geht gerade nach oben, ohne dass sie ein Ward brauchen. Sie brauchen kein Ward, um diese Information zu bekommen. Ihr habt ihnen diese Information geschenkt. Und sie können jetzt All-In traden und deine Botlane töten. Na? Dürft ihr nicht machen, das Rap ist GG. Na, das hier ist auch eine Information, die ist nicht gut. Na, aber gehen wir weiter. Das heißt, na, er entscheidet sich jetzt hier, erstmal in den Busch. Wardet hier ist immer eine gute Entscheidung, weil sehr, sehr oft ist dann der Jungler, der macht seinen Red Buff und kommt von hier rein. Hätte sehr gut sein können, dass er da drin ist. Und denkt sich dann, okay, hey, ich gehe jetzt Counter Jungle. Ja? Ich gehe jetzt hier den Amumu auf den Sack gehen. Grundsätzlich muss man sagen, Kayn ist saubad im Early Game. Super schwacher Champion. Ich würde sagen, Amumu ist deutlich stärker. Allerdings hatte Amumu A keine Eier, weil er wahrscheinlich so wenig HP hatte und er hatte wenig HP. Hätte er die gleiche HP gehabt, hätte er Kayn komplett zerstört. Naja, Momo darf es im Early Game echt nicht mehr unterschätzen. Da kriege ich auch weniger Damage durch Auto-Hits etc. Ja, gucken wir uns die Situation mal in der Mitte an. Ich werde sehr hart reingepusht. Ja, Vladimir im Early Game hat keinen Wave Clear. Seine E macht keinen Damage. Und die E macht erst so ab Level 9 ist es wirklich ein guter Wave Clear. So irgendwo in der Richtung 10, 11, irgendwo so. Ne? Zoe macht eine Q, die ganze Wave ist tot. Ja, die hat hier die absolute Gewalt. Kayn denkt sich so, okay, na, Golems gönne ich mir. Kann man, wie gesagt, Kayn. Ja, ist ein toller Champion, kann gut Counter jungeln, was das Clearen angeht. Beide haben hier Smite ready. So, meine Freunde, was passiert? Ist immer noch sehr hart reingepusht. Zoe verlässt die Lane. Ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, also es, oder, ne, reden wir gleich drüber. Ich habe zu diesem Zeitpunkt gestreamt und ich war nicht hundertprozentig aufmerksam. Streamen ist immer ein bisschen RIP, ne? Das heißt, mir ist nicht direkt aufgefallen, dass Zoe die Lane hier verlassen hat. Was unter anderem auch ein bisschen daran liegt, dass ich keine Gewalt über die Lane hatte. Das heißt, wenn Zoe retten stehen würde, was möglich wäre, hätte ich sie nicht gesehen. Ne? Wir können mal meine Sicht hier einschalten. Blau. Ja, vielleicht ist sie gerade ein Stück nach hinten gegangen. Weiß ich nicht. Ich habe keine Gewalt. Vielleicht steht sie gerade hier hinten. Die konnte unentdeckt mehr oder weniger, also mehr oder weniger, die Lane verlassen. So. Hier oben passiert es jetzt. Ja, hier smitet einer Fail. Und ich denke, dann holt Kayn sich den. Ist auch echt okay noch. Kann man sich noch gönnen. Und an diesem Zeitpunkt, meine Freunde, war alles richtig, er hat ihn gecountert Jungle, aber was heißt alles richtig, aber er hätte jetzt den Jungle einfach verlassen können. Teemo, ne, der gute Pinguinflieger, mit dem ich übrigens Duo-Queue gespielt, der hat seine Lane super reingepusht, konnte instant zum Counter Jungle moven und Maokai verliert unglaublich viele Minions
und unglaublich wenig AP. Das ist also eine gefährliche Situation. Die 2-2-Situation ist super gut für die beiden, ja. Wir haben hier Level 3 und 4 gegen 3 und 3, während... Alter, wir haben auch zu heulen jetzt hier. Ich heule auch gleich. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, meine Freunde, fällt mir auf, dass Zoe die Lane verlassen hat. Genau in diesem Moment. Ja? Genau in diesem Moment. Ich pinge, da kommen gleich noch mehr Pings. Ja, und er ist jetzt wieder reingegangen für den Engage. Natürlich verlockend, allerdings müsst ihr auch ein bisschen euer Kopf benutzen, ja. Man kann nicht immer einfach nur nach HP gehen. Ja, im Early Game, am Anfang in LoL, muss ich sagen, war ich auch so ein Spieler, der immer danach gegangen ist, okay, der Gegner hat wenig HP, den muss ich jetzt diven. Ich habe nie so richtig dran gedacht, okay, der hat noch Flash und der hat noch Exhaust. Das war, also, ne, war für mich egal. Ich habe nur gesehen, wenig HP, ich fight den jetzt, ne. Man muss halt überlegen, hey, was haben wir hier? Wir wissen, Zoe ist nicht mehr in der Mitte, ne. Und wir wissen, Amumu hat einen Flash. Das heißt, ihn zu töten, klar, auch Kayn hat einen Flash, aber Zoe ist nicht mehr in der Mitte. Na, das heißt, die Chance, den Amumu zu töten, ist gar nicht mal so gut, wenn man das mal so ehrlich betrachten möchte. Was jetzt passiert ist auf jeden Fall, hier kommt die Bubble und er stirbt. Ja. Er flasht hier sogar noch rüber, komplett useless irgendwie. Ja, hier, ihr seht, ich habe nochmal ordentlich Fragezeichen gepinkt auf der Map. Und jetzt fängt die Diskussion an, meine Freunde. Das heißt, ich muss mich jetzt mit dem Kayn auseinandersetzen, warum ich A, so spät gepinkt habe und B, warum ich nicht gemoved bin. Also, und jetzt kommen die goldenen Counter-Jungle-Regeln. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass ich so spät gepinkt habe, war mein Fehler. Es war mein Fehler, ich blame da niemanden für, das war mein Fehler. Aber, wenn ihr Counter-Jungeln wollt, dann ist es wichtig, dass ihr eure eigene Map benutzt. Ihr könnt euch nicht immer auf eure Teammates verlassen. Das lernt man auch in der Fahrschule. Ihr könnt nicht sagen, ja, der wird schon jetzt nicht über Rot fahren oder was weiß ich, was der machen wird. Der wird mir schon Vorfahrt gewähren. Man sollte immer gucken, dass man schaut und sich nicht auf andere verlässt. Ja, also er hat sich jetzt quasi darauf verlassen, dass ich pinge. Er hätte auch selber, gerade wenn ihr der Counter-Jungler seid und ihr, nehmen wir an, ihr seid ein Goldspieler und beziehungsweise ihr seid in Gold, aber ihr seid ein Smurf in Diamond. Jeder Diamond Smurf in Gold würde selber auf die Map gucken, also jeder halbwegs Gute, weil er sich ja auch nicht auf seine Gold-Teammates verlassen möchte, weil sie ja auch schlechter sind. Selbst wenn ein Diamond-Spieler in Diamond ist, wenn er sagt, er ist besser als seine Teammates, dann darf er sich nicht auf seine Teammates verlassen und muss selber auf die Map schauen. Das ist wichtig, ja. Es war trotzdem mein Fehler, dass ich so spät gepinkt habe. Auch ich mache Fehler. Was jetzt aber wichtig ist. Goldene Counter-Jungle-Regel. Regel Nummer 2. Also das erste war natürlich Map gucken. Regel Nummer 2 ist, ihr braucht einen starken Counter-Jungle-Champion. Ja, das heißt sowas wie Lee Sin, sowas wie Udyr, sowas wie Shyvana. Irgendwas, was viel Power hat, um den Gegner im potenziellen Fall auch kaputt zu machen. Nidalee. Kayn ist eine kleine Ausnahme. Der ist nämlich super schwach im Early Game, aber trotzdem ein guter Counter-Jungler. Denn er hat einen super geilen Jungle-Clear mit seiner Q. Und er kann sehr, sehr gut über die Wände mit seiner Q und auch mit seiner E. Kann er alles sehen oder so. Er ist relativ safe. Er ist gut zum Camps clearen, aber nicht zum Fighten. Ne, so kann man es ungefähr sehen. Das heißt, hier oben, die Situation war nicht mal optimal. Ja. Ansonsten geht es weiter und zwar zu Regel Nummer 3. Ihr braucht Lanes mit Push-Gewalt. Das bedeutet, wann counter-junglet ihr? Dann, wenn eure Lanes reindrücken können. Der Timo hat hier oben komplett reingedrückt, konnte die Lane verlassen, ohne dass er einen Minion verliert und konnte sofort helfen. Ich, meine Freunde, konnte nicht helfen. Ich war in der Mitte, Vladimirs Wave Clear ist komplett scheiße und würde ich jetzt direkt sagen, okay, ich gehe der Zoe hinterher. Nehmen wir das einfach mal an. Dann würde ich hier viele, viele Minions verlieren, ja. Und es ist ja der Sinn, dass er counter-junglet ja, um jemanden behind zu setzen. Aber in diesem Fall würde er ja mich behind setzen. Das ist ja nicht so ein Zweck. Er setzt dann Amumu behind und mich. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn man das so nehmen möchte, ja. Das heißt, ich hatte hier keine Push-Gewalt. Das Wichtige bei der Push-Gewalt ist halt, dass ihr im besten Fall früher moven könnt als der Gegner. Nehmen wir an, ich hätte die Zoe hier krass reingedrückt. Dann hätte ich direkt hier hochlaufen können und die Zoe hätte wahrscheinlich erst hier hinten irgendwo rumlaufen müssen. Ich hätte instant moven können und sie hätte viele Minions verloren, ne? War aber nicht der Fall. Und der nächste und letzte vielleicht Punkt, vielleicht gibt es noch ein paar andere, aber das sind jetzt gerade die wichtigsten für mich. Ihr braucht starke Lanes. Ja, wir hatten das letztens mit Diana gesehen. Wenn du Counter-Jungles und eine Diana im Team hast, die kann nichts machen. Was kann Vladimir machen? Vladimir, also man kann ein bisschen was mit ihm machen, der ist jetzt nicht komplett useless, aber wir müssen jetzt mal einfach mal so sehen. Vladimir ist in dieser Hinsicht deutlich schwächer als Zoe. Denn, was passiert, wenn ich mich jetzt, nehmen wir an, ich wäre instant hinter Zoe hergemoved. Instant, sofort. Ja, sie ist hier am Laufen. Ich gehe hier hinterher. Es könnte jederzeit eine Trap sein. Ja, das heißt, sie wartet einfach hier in den Busch, bis ich komme, wirft mir das E an die,
an den Kopf, kann sie safe zu 100% treffen. Ich kriege eine Q-Up, sterbe im allerschlimmsten Fall wahrscheinlich nicht, weil ich flash habe, aber vielleicht würde ich sogar sterben. Und habe, selbst wenn ich nicht sterbe, meine Lane dadurch verloren. Es war also ein Worst-Case-Szenario. Ich hätte da niemals folgen können. Selbst wenn ich es früher gesehen hätte. Ja? Und also er hat mich dann halt super krass geblamed dafür. War scheiße. Und sie hat, das was mich, ich muss sagen, ich war sehr, sehr tilted jetzt zu diesem Zeitpunkt. Warum ich tilted war, ist, ich habe Vladimir mit neuen Runen ausprobiert. Und zwar mit Scorch und adaptiver Fokus, weil ich mal richtig geil sagen wollte, komm, Leute, ich mache jetzt mal richtig geiles Early Game, gebe richtig Gas, mache meinen Gegner richtig viel kaputt. Und dann kriege ich meinen Gegner direkt, ja, bei Minute 3 irgendwas einen Kill. Na, das hat mich sehr getiltet. Und jetzt kommen wir zu dem Zoe-OTP-Faktor. Dass Zoe ein Champion ist, der, ja, gegen den ich nicht viel Erfahrung habe, muss ich sagen. Ich war natürlich ein bisschen tilted immer noch. Aber was jetzt passiert ist, dass ich hier so ein bisschen trade, ich kriege so ein paar Audits mit Red Buff, ist natürlich scheiße. Ja, und jetzt kriege ich hier diese Bubble ab und hier kommt die Unerfahrenheit, ne? Ich drücke einfach mal den Pool ganz am Ende, der kurz vorm Einschlafen, sieht auch interessant aus, bringt gar nichts, ne? Zack. Zack ist Zoe 2-0, ich habe meinen Flash gewastet, bin tilted, muss man sagen, schon relativ. Ich habe kein Wort zu Kane geschrieben, nur dass er seine Map auch benutzen kann. Das war das Einzige, was ich geschrieben habe. Und ja, ne? Weiter geht's dann. War schon relativ mad, ne? Aber ihr kennt mich, ich bin also ich bin unbrechbar, sagen wir es mal so, ja? Es geht weiter, hier in der Mitte. Ja, nächste Situation kommt jetzt, ich mache jetzt so ein bisschen Action, da kommt das Flash eh. Ich wieder, war wahrscheinlich aus Tilt, ich weiß es nicht, ich habe nicht rausgelernt. Ja, und, ne? Tot. Ne? 0-2, 3-0, bester Start, den man haben kann, ne? Auch hier wieder kein Wort an Kane geflamed. War aber eine insgesamt scheiß Situation. Was man grundsätzlich hier erstmal raus lernen kann, wenn ihr Vladimir spielen solltet und gegen Zoe spielt, macht den Pool entweder direkt, um die Bubble zu dodgen. Ist nicht ultra geil, weil ihr, wenn ihr 100% HP habt, dann verliert ihr 20 HP durch den Pool. 20%. Oder ihr benutzt es ganz am Ende, nachdem ihr die Q eingesammelt habt. Ja, das sind so die zwei Möglichkeiten. Da liege ich. Ne? War insgesamt eine absolut scheiß Situation, keine Frage. Ich aber bin ein Spieler, der niemals aufgibt. Ich gebe einfach nicht auf. Ich habe die Situation auf der Botlane gesehen. Hier unten war eine Möglichkeit, ne? Ein Rakan, die waren hier sehr, sehr deep irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Jungler war noch dabei. Naja, war Zoe, genau. Zoe ist hier noch gestorben. Ja, das heißt, ich gehe rein. Mache hier noch Ultimate drauf. Ultimate prockt hier das Electrocute. Ja, krieg hier noch super viel AP dazu. War insgesamt doch eine schöne Geschichte, muss man sagen. Ja, kann hier noch die E aufladen. Zack. Wie zerronnen, so gewonnen, ne? Da stehen wir 2-2, sind wieder halbwegs gut im Game. Und an dieser Stelle muss ich erstmal sagen, hört auf zu tilten. Hört auf zu tilten. Hört auf zu tilten. Hört auf zu tilten. Okay, das war weird. Aber das Game hier vor, hatte ich eine Ashe, die ist 0-2 gegangen, so wie ich es getan habe, und eine Safka gegangen. In einem Game, was wir legit fast gewonnen hätten. Zu viert. Ja, und dann trotzdem verloren haben noch, ne? Aber sie ist einfach AFK gegangen. Hört auf zu tilten. So. Ja, war auf jeden Fall eine scheiß Situation. Wir sind auf jeden Fall ganz gut dabei und wir gewinnen jetzt. Trades, ne? Wir gewinnen hier. Hier an dieser Stelle kommt dann auch nochmal ein Teamfight. Die Gegner machen hier ordentlich Stress, ne? Zoe ist mittlerweile 9-2 gewesen, muss man sagen. Die ist einfach super huge. Ich war bei 3-2-4. Hab mich also gut gehalten. Zoe war aber auch tilted, muss man sagen, ne? Zoe war wegen ihrem Team tilted. Und das hat man an ihrem Spielziel definitiv gemerkt. Ja, wir können hier weiter Kills holen. Auch ich, ne? Hier kommt nochmal eine schöne E. Peng aus deinem Leben. Und jetzt kommen wir zur nächsten Situation, die sogar halbwegs, ja, also ich fand sie für mich selbst lustig. Rakan fand sie, glaube ich, nicht lustig. Und zwar haben wir hier Rakan, ja. Rakan ist ein Mensch, beziehungsweise ein Vastaya, ja. Einfach mal so als Randinformation. Und jetzt kommt Vladimir. Vladimir ist ein Blutmagier. Und was machen Blutmagier? Er lädt seine E auf. Wir sind mittlerweile 5-2-5, wir haben Rabadon Spellbinder. Er lädt seine E auf, wir sehen hier... Er macht einen geilen Move. Na, er ist wirklich geil und die Morgana Q verfehlt. Aber womit er nicht gerechnet hat, ist, dass ich auch geil bin. Wenn er das Ganze nochmal in... Das sah jetzt sogar relativ noch... ja, human aus, ne? Nehmen wir doch einfach mal die unhumane Form. Na, hier kommt die unhumane Form. Ja, das war auf jeden Fall schön. Hier kommt schon das Fragezeichen, was da passiert ist. Und somit, meine Freunde, haben wir das Game mit 7-2-5 beendet. Warum? Weil wir waren tilted. Aber wir haben uns zusammengerissen. Wir haben nicht geflamed. Kein Wort. Und wir wissen, dass Kane ein Schwachkopf ist. Ein Schwachkopf, der auch 5-2-7 gegangen ist. Das heißt, die einzigen zwei Tode, die ich hatte, waren dumme Tode. Ne, die useless Tode am Anfang.
gebt niemals auf. Hört auf zu tilten. Hört auf zu tilten. Hört auf zu tilten. Damit, meine Freunde, möchte ich mich verabschieden. Das war was Kleines, was ist hoffentlich etwas Lehrreiches. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.